Genau. Ich wollte mal ein bisschen was erzählen, was so mit InfoBeamer inzwischen passiert ist. Wer es nicht kennt, die Software, das ist also das, was man noch jetzt hier vor 10 Sekunden gerade gesehen hat, was jetzt in den Pausen anzeigt, was hier für Vorträge stattfinden. Und genauso zeigt es irgendwie auf ein paar Screens, die draußen hängen, inklusive auf der großen Leinwand an, dieses Twitter-Zeug und eben auch, welche Vorträge wann wo stattfinden. Und da die Software eigentlich im Rahmen der GPN entstanden ist, habe ich gedacht, jetzt mache ich mal irgendwie nach 4 Jahren so mal ein Update, was da eigentlich inzwischen der Stand ist, weil da hat sich schon ein bisschen was getan. Vielleicht noch mal ganz kurz, also wer jetzt bisher das jetzt nur aus Betrachtersicht gesehen hat, mal ganz kurz die Einführung, was ist es überhaupt? Also es ist ein Tool, was ich eben, wie gesagt, vor 4 Jahren für die GPN 12 geschrieben habe. Das ist eine Möglichkeit, relativ einfach Präsentationen zu bauen. Also zum Beispiel jetzt genau solche Screens. Man kann das natürlich auch benutzen, um irgendwie in S-Bahnen oder sowas dann diese komischen Infotainment-Sachen zu bauen. Oder jetzt gerade lustigerweise mit dem Dashboard, was jetzt hier gerade vorgestellt wurde, das könnte man damit zum Beispiel dann auch direkt auf dem Pi zum Beispiel verwenden, um genau jetzt auch solche diversen Regler und sowas anzuzeigen. Ursprünglich vor 4 Jahren habe ich das Ganze eben für so dicke Desktop-Maschinen entwickelt, also einfach nur so dicke Grafikkarte rein und da war es jetzt von der Performance her irgendwie egal, was man macht. Es kamen dann immer wieder Leute, haben gefragt, gibt es das auch für ein Raspberry Pi? Gab es dann erstmal nicht und dann habe ich mir das aber mal angeguckt und habe dann eben jetzt das hauptsächlich für den Raspberry Pi im Prinzip weiterentwickelt und eben auch dann optimiert, also die ganzen Frickelansätze, die ich jetzt irgendwie auf Desktop-Maschinen machen konnte mit Font-Rendering, das funktioniert halt auf dem Pi nicht, weil das viel zu langsam ist. Das heißt, da gibt es halt dann jetzt irgendwie neue Font-Rendering-Bibliothek komplett. Und inzwischen, ja, ist es auf dem Pi, glaube ich, so an einem Punkt angekommen, wo man nicht mehr so viel Performance rausholen kann. Genau, dann wird es inzwischen auch kommerziell eingesetzt. Also es gibt irgendwie so ein paar Firmen, die darauf irgendwie komplett ihre Produkt bauen. Also es gibt irgendwie Firmen, die benutzen dann eben genau die Pi-Variante und verkaufen das dann zusammen mit irgendwie Hardware und eigener Software, die dann irgendwie Dinge anzeigt. Wer jetzt gar keine Vorstellung hat, wie das jetzt aussieht, wenn man damit was baut, also zum Beispiel dieser Screen jetzt hier rechts, dieses Hello World, das kann man jetzt eben genau mit diesen 5 Zeilen Code mal eben hin programmieren. Also im Prinzip definiert man sich eine Fläche, lädt ein Font und in jedem Frame rendert man dann einfach diesen String an eine bestimmte Position. So, und das ist im Prinzip was auf dem von InfoBeamer dann ausgeführt werden kann. Und jetzt war es eben so, auf den GPNs habe ich das halt so gemacht, auf der ersten GPN stand halt irgendwo eine Desktop-Kiste rum. Wenn ich was an der Präsentation ändern wollte, dann habe ich mich da halt per SSH irgendwie eingeloggt, habe irgendwie live am Code rumeditiert. Kann man machen, funktioniert meistens, manchmal funktioniert es nicht, dann war irgendwie kurz alles weg. Ja, und das funktioniert halt nicht so richtig. Also das ist halt nicht so der professionelle Ansatz eigentlich. Aber es hat trotzdem auf dem 29C3 und 30C3 so ganz gut funktioniert. Also da lief es übrigens auch. Also wer da war, hat es auch gesehen in den Zellen. Ja, und jetzt kann man das natürlich mal richtig lösen. Und jetzt gibt es halt irgendwie InfoBeamer as a Service, was dann irgendwie im Prinzip dieses ganze Gefrickel weg abstrahiert und man kann jetzt irgendwie higher level da irgendwie Dinge ausrollen. Und das sieht dann im Prinzip, also im Prinzip ist das InfoBeamer-Hosted eigentlich nur ein gigantischer Wrapper um die Tatsache, dass irgendwo das InfoBeamer-Programm läuft und ein paar Dateien anzeigt. Bloß, dass man sich halt nicht selber drum kümmern will, wie sorgt man dafür, dass das Programm läuft, wie sorgt man dafür, dass überall die gleichen Stände von Dateien vorhanden sind, sondern man macht das irgendwie so per Knopfdruck auf einer Web-Oberfläche. Die Installation jetzt zum Beispiel, also das hier, was man gerade gesehen hat, läuft jetzt eben auch auf dem Pi, der da hinten irgendwo rumliegt. Die Installation war jetzt extrem einfach. Also ich nehme eine SD-Karte, entpacke eine ZIP-Datei, boote den Pi, gebe auf einer Web-Oberfläche irgendeine PIN ein. Das sieht dann so aus wie jetzt hier rechts in einem kleinen Screen. Und dann ist im Prinzip der Pi mit dem Account verbunden von der Webseite und dann kann man eben den Rest per Webseite einfach klicken und kann sagen, okay, das GPN16-Setup jetzt auch auf diesem Pi installieren. Klickt man, dann lädt er so ein bisschen Zeug runter und dann läuft es im Prinzip. Genau, also muss jetzt nicht mehr irgendwie selber einrichten und da irgendwie mit Raspbian rummachen und irgendwie Sachen drauf kopieren, sondern es dauert halt 2 Minuten von Pi, der gar nichts kann, bis es läuft. Genau, die Oberfläche sieht dann im Prinzip so aus. Also kann ich nachher auch ganz kurz noch live zeigen.
dass es im Prinzip Packages gibt. Das ist im Prinzip die Sammlung von Dateien und Code, der eben eine bestimmte Visualisierung darstellt oder erzeugt. Und das ist so ein Package, das kann man jetzt zum Beispiel mittels Git auf meine Webseite schieben. Und dann kann man mit einem weiteren Klick daraus so ein Setup erzeugen. Ein Setup ist dann im Prinzip ein oder mehrere Packages, üblicherweise erstmal nur eins, plus die Konfiguration dazu. Und die Konfiguration dazu, die kann man eben auch in so einer Metadatendatei angeben, kann eben sagen, okay, dieses Package hat jetzt halt zum Beispiel die Hintergrundfarbe konfigurierbar und dann erzeugt halt die Web-Oberfläche an der Stelle das entsprechende GUI-Element dazu. Kann man irgendwie eintragen, wenn man auf Speichern klickt, dann wird sofort eine neue Config.json auf das Gerät ausgerollt und der Code, der dann lokal auf dem Gerät läuft, sollte das dann aufschnappen und sofort irgendwie entsprechend die Anpassungen vornehmen. Genau, dann kann man natürlich auch die einzelnen Geräte angucken, das heißt, man kann irgendwie schauen, was das gerade so treibt, damit man jetzt nicht irgendwie von Gerät zu Gerät rennen muss, um irgendwie festzustellen, läuft da noch was oder ist da alles irgendwie schwarz. Und kann ich auch gleich nochmal zeigen. Dann der Entwickler-Workflow, wenn ich jetzt also Code ändern will, also ich stelle hier fest, zeigt irgendwie, hat die falsche Schriftgröße oder keine Ahnung, ist schwarz, weil irgendwie ein Unicode-Zeichen nicht da ist oder sonst wie irgendwelche Dinge, dann kann ich halt das reparieren. Also ich habe dann halt bei mir lokal ein Repository von dem Package, was jetzt irgendwie auf dem Screen läuft, mache einen Git-Commit, mache danach einen Git-Push und dann landet es im Prinzip auf meiner Webseite, die sorgt dafür, findet raus, okay, dieses Package wird verwendet auf der GPN 16, das ist installiert auf diesen 10 Geräten und dann wird es halt sofort auf allen ausgerollt. Das heißt, man hat irgendwie Sekunden später den Code dann im Prinzip live. Genau, das funktioniert eben so, dass die Geräte kriegen dann mitgeteilt, was ist der Sollzustand. Also ihr kriegt mitgeteilt, okay, diese 10 Videos sollst du lokal vorliegen haben, diesen Code und dann laden die eben alles, was sie dafür brauchen, damit eben dieser Sollzustand erreicht ist. Dabei verwende ich Content-Based Addressing. Das heißt, wenn uns ein Gerät einmal zum Beispiel eine Schriftdatei runtergeladen hat, also was weiß ich, Areal oder sowas, dann muss es das nie wieder in Zukunft runterladen, weil es das einfach schon hat, selbst wenn man irgendwie ein anderes Setup installiert oder irgendwie Dinge ändert. Also alle Daten werden nur einmal runtergeladen. Genau, und die kompletten Daten liegen jetzt also auch nicht irgendwie direkt auf meinem Webserver rum, sondern die liegen irgendwie auf S3. Das heißt, die Webseite ist im Prinzip nur für die Konfiguration zuständig, für den Betrieb selber ist sie nicht mehr relevant. Genau, und entwickelt ist alles in Python hintenrum. Also, wen das interessiert, der kann mich auch gerne nochmal ansprechen. Kann ich auch gerne noch Sachen dazu erzählen. Und das war's im Prinzip schon. Jetzt kommen wir mal ganz kurz. Ich weiß nicht, ob man das so spontan umschalten kann. Also, wir können zum Beispiel jetzt mal, das ist ja mein Browser. Genau, also wenn man, das ist jetzt die Live-Webseite. Wenn ich jetzt mal hier irgendwie Update klickt, dann kriege ich jetzt eben von dem Pi gesendet, was jetzt da gerade angezeigt wird. Wenn man das mal kurz umschaltet. Ja, also ist halt genau das. Und jetzt kann ich zum Beispiel nochmal, wenn ich zurückgehe, kann ich jetzt mal auf das GPN 16 Room Setup, was jetzt halt hier genau im Saal läuft, gehen. Und kann mal hier die Schriftart umstellen. So, wenn ich jetzt hier auf Speichern klicke, dann sieht man also, wenn man nochmal ganz kurz zurückschaltet, ja, ist halt sofort ausgerollt. Also, was jetzt passiert ist in der Stelle, das war jetzt irgendwie ein Klick und irgendwie eine Änderung in der Config-Oberfläche. Aber hintenrum ist halt so ein bisschen mehr passiert. Also, ich habe jetzt im Prinzip dem Gerät gesagt, zum einen hat sich die Konfiguration geändert von dem, was du darstellst. Das heißt, er hat eine neue Config.json irgendwie auf S3 hochgeladen, hat dann dem Gerät gesagt, okay, deine Konfiguration hat sich geändert, das Gerät hat die Datei runtergeladen, hat dann gesehen, ah, okay, da brauche ich jetzt aber noch Comic Sans dafür, was ich jetzt noch nicht auf dem Gerät hatte, lädt es runter und wenn die ganzen Downloads fertig sind, dann passiert im Prinzip der Austausch von den Dateien, sodass eben die vorige Schriftart durch die neue ersetzt wurde. Das wiederum erkennt mein Code und benutzt dann die Schriftart und zeigt es an. Also so ein bisschen ein paar Schritte, aber das ist eigentlich auch egal, wie es funktioniert, weil man kann es einfach klicken. Jetzt stellen wir es mal wieder zurück. Ja, dann lassen wir es erstmal. Ich stelle es vielleicht später wieder rum für den professionelleren
Eindruck. Genau, und wenn ich jetzt halt mal ganz kurz, noch eine Demo, also ich habe jetzt hier, das ist ein bisschen arg groß. Also hier jetzt irgendwie Code, das ist jetzt zum Beispiel ein Verzeichnis, da ist im Prinzip alles drin, was so ein Package ausmacht. Und wenn ich das jetzt auf den Screen hier bringen will, dann, also es ist jetzt schon ein Git-Repository, was ich jetzt machen muss auf der Webseite ist eben hier so ein neues Package anlegen, das heißt, ich sage jetzt irgendwie, okay, erzeug mir mal so ein neues Git-Repository, kriege ich hier so eine Zeile, die ich im Prinzip hier hinzufüge. So, jetzt habe ich neue Remote, jetzt sage ich einfach Git push info wie immer master. So, jetzt hat er den Code hochgeladen auf meine Webseite und jetzt ist halt also auch sofort dieses leere Paket, ist jetzt halt tatsächlich das, was ich gerade hochgepusht habe. Jetzt kann ich daraus so ein Setup erstellen. Example. Da gibt es jetzt nichts zu konfigurieren, weil das so ein Trivialbeispiel ist. Und jetzt kann ich eben sagen, okay, assign das mal auf dem Gerät und zwar, wir sind im Medientheater, richtig? So, klicke ich einmal drauf und jetzt sollte im Prinzip hier genau das schon laufen. Also der Weg, wie man irgendwie so Code dahin bringt, ist halt extrem einfach und wenn ich da jetzt im Prinzip, also wir können es gerade mal so laufen lassen, ich ändere jetzt mal irgendwie eine Zeile Code in meiner Lua-Datei hier und sag einfach mal, okay, das soll jetzt, sag mal einfach mal, das soll doppelt so schnell gehen. Dann mache ich jetzt einfach hier git commit, git push. Na, Netzwerk. Okay, ist durch und jetzt sollte nach ein paar Sekunden das, jetzt habe ich es doch langsamer gemacht statt schneller, aber also man kriegt es mit und genau, also den Fehler könnte ich jetzt natürlich auch genauso trivial wieder korrigieren. Ja, also das ist im Prinzip das, was ich jetzt so in den letzten 3 Jahren so nach und nach gebaut habe und es hat es halt extrem einfach gemacht, da es auch ein bisschen größere Installationen ja, sehr einfach zu betreiben. Das heißt, Gerät, SD-Karte raus, formatieren, ZIP-Dateien packen, reinstecken, PIN eingeben, fertig. Ja, das war im Prinzip alles. Wer da noch ein bisschen mehr wissen will, also da kann man unglaublich viel, glaube ich, noch erzählen, der kann mich einfach jetzt dann irgendwie noch draußen ansprechen, dann kann ich da noch ein bisschen in Details gehen oder auch mal ein bisschen Code zeigen oder wie auch immer. Ja, danke.